Word, Mauszeiger und Cursor. Im Moment ist bei mir im Word der Mauszeiger ein Pfeil. Wenn ich aber in die Nähe eines Textes komme, dann verändert sich der Mauszeiger plötzlich in ein I. Und dieses I ist nicht der Cursor blinkt, der Cursor ist jene Stelle, wo ich nachher weiterarbeiten kann, also dort, wo es dann schreibt. Der Mauszeiger, der ändert sich ab und zu. Also lassen Sie sich nicht verwirren von Mauszeiger und Cursor. Und im Moment blinkt es hier nach dem Wort oder. Und wenn ich hier oben dazwischen etwas einfügen will, dann genügt es nicht, dass ich nur mit der Maus hier hinfahre, sondern ich muss den Cursor hier hinstellen. Das geht mit einem Klick. Jetzt hüpft der Cursor nach oben und hier kann ich nun etwas hineinschreiben. Das Setzen des Cursors, das fällt manchmal schwer. Sie haben auf der Tastatur Pfeiltasten. Mit diesen Pfeilen können Sie auch Buchstabe für Buchstabe nach links hüpfen. Es passiert nichts am Text, nur der Cursor wird verschoben. Oder dann den Pfeil nach unten oder den Pfeil wieder nach oben und Sie können den Cursor präzise dorthin stellen, wo Sie gerne möchten. Das war's.